Mein Name ist Denise Becker. Ich arbeite hier in der Uniklinik in Aachen auf der brandverletzten Intensivstation als Leitung. Also ich möchte immer sehr entspannt zur Arbeit kommen. Dementsprechend fahre ich immer so runde 60 Minuten vorher los. Ich nutze die Zeit einfach, um mit den anderen Kollegen, wenn ich was früher da bin, schon mal einen Kaffee zu trinken, einfach anzukommen. Auf der OEM 4 beschäftigen wir uns hauptsächlich mit Brandverletzten durch Verkehrsunfälle, Berufsunfälle oder einfach Hausunfälle. Wir versorgen den kompletten Patienten mit Anästhesie, Medikamenten, aber auch bei den Verbandswechseln. Das heißt, wir arbeiten mit den Anästhesisten zusammen und dem plastischen Chirurgen. Dadurch, dass die Uniklinik ja viele Bereiche anbietet, habe ich durch meine Ausbildung hier im Haus auch viel gesehen. War dementsprechend auch als Schüler auf der OEM 4. Und da hat mich einfach dieses ganze Wundenmanagement sehr gereizt. Man arbeitet doch ganz anders mit dem Patienten und im Team zusammen. Es ist viel komplexer. Es ist zwar auch sehr körperliche Arbeit, wenn man so ein Bein oder einen Arm recht lange halten muss, bis der dann wirklich steril verbunden ist. Trotzdem reizt mich einfach auch zu sehen, dass ein Patient, wo man nicht viel Hoffnung hatte, nach einem Jahr zurückkommt und zeigt, wie gut er wieder laufen kann, wie gut es geheilt ist und wie schön zum Beispiel auch Gesichter entstanden sind, die vorher richtig verbrannt waren. Meine Kollegen sind mein größter Rückhalt. Ohne meine Kollegen würde ich den Berufsalltag nicht überstehen. Wir geben uns Kraft, haben gemeinsam Humor. Wir loben uns auch gegenseitig und haben eine offene Fehlerkultur und sprechen Probleme halt an. Und in einer Notfallsituation sind wir füreinander da. Das macht unglaublich viel Spaß. Also ich würde jederzeit meinen Beruf nochmal lernen und auch wieder denselben Weg gehen, auch mit denselben Fach- und Weiterbildungen. Dadurch, dass mir dieses Lernen einfach Spaß macht, bin ich hier genau am richtigen Platz, weil das macht Pflege aus, sich immer weiter und fortzubilden, damit wir das Beste für den Patienten geben können. Ich habe mich ganz bewusst für die Uniklinik entschieden. Gereizt hat mich, dass diese Klinik alle Fachbereiche bietet. Es ist ein Riesenkomplex, aber trotzdem jede Station für sich doch so eine kleine Familie, dass man sich gut aufgehoben fühlt. Patienten, die wirklich schwerst verbrannt sind oder sogar mit Verkohlungen in die Klinik eingeliefert werden, die gehen auch mir sehr nahe oder auch dem Team sehr nahe und da unterstützen wir uns gegenseitig. Ich versuche es nicht mit nach Hause zu nehmen. Mein Trick ist immer zweimal durch die Drehtür. Wenn ich merke, es lastet noch auf meinen Schultern, dann gehe ich halt ein zweites Mal durch. Aber ganz abschalten kann man manche Fälle nicht. Ich suche mir natürlich immer einen Ausgleich. Ich wandere halt sehr gerne. Jetzt noch nicht professionell, aber so am Wochenende, so 2 bis 3 Stündchen, einfach in der Eifelregion. Ruhe genießen und einfach nochmal so Naturtöne zu hören, das tut einfach gut.